So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder eine Runde Arma 3 und zwar bewegen wir uns hier auf einem Arma 3 DayZ Chernobyl Special Map XY, keine Ahnung. Mit Zombies, Survival-mäßig. Den wollte ich mir eben mal anschauen. Weiß gerade den Titel nicht, kann ihn aber gerne in die Videobeschreibung schreiben. Wir sind in Elektro und suchen uns jetzt mal irgendwie was im Rucksack. Und ein paar Waffen. Ich weiß nicht, ob es Slow-Zombies sind oder ob es normale Zombies sind. Ich finde es tatsächlich gerade ziemlich schwierig, gescheite Arma 3 Exile oder was weiß ich für Server zu finden, die einigermaßen was taugen. Wenn ihr da einen guten Server wisst, schreibt den mal gerne in die Kommentare. Shotgun. Ein Spieler oder was? Rucksack. Coffee brauchen wir, Essen brauchen wir, Vehicle können wir mal mitnehmen. Denk mal, damit könnten wir uns nachher. Ach du Scheiße. Holy shit. Okay, es ist im Haus. Kann sein, dass die nur im Haus quasi slow sind. Ich habe keine Munition. Ich habe gedacht, ich habe die Shotgun-Munition, aber das wird erklären, warum der Kollege tot ist. Weil ihm vielleicht die Munition ausgegangen ist. Oh, und der backt nur leicht rum. Auf jeden Fall, es ist, finde ich, extrem schwierig, gute Server zu finden, wo man nicht direkt alles in Unmengen hat. Also ich hätte echt gern eher so Server, wo nicht so krasse Waffen sind. So mehr so Arma 2 Epoch. Da gab es mal eine Zeit lang einen Server, wo ich auch Videos dazu gemacht habe. Der war übertrieben gut. Aber den gibt es leider nicht mehr. Also auch schon lange nicht mehr. Generell, wenn ich auch jetzt so bei Exile gucke, da ist halt entweder die Server, wo viel los ist, es sind halt Unmengen an Waffen, liegen da einfach rum. Es macht einfach keinen Spaß. Also auch direkt immer so die OP-Waffen alle. Wo ich mir denke, keine Ahnung. Folgt er mich dazu? Ja, das finde ich halt schwierig, aber kann auch sein, ob jetzt einfach auch gleich die Zeit von Arma 3 abgelaufen ist, weiß ich nicht. Gibt ja dazu auch gewisse Beiträge, die sagen, Arma wird jetzt im Prinzip abgelöst, gerade die RP-Schiene wahrscheinlich von GTA oder. Ja, Survival Games gibt es mittlerweile halt auch wie Sand am Meer. Weil Leck, die haben auch ganz schön gut was dazu gebaut. Was ist das? Karotte? Eine Rottenkarotte? Rotten Carrot. Rotten Carrot. Hier oben ist richtig viel los. Ist hier noch irgendwas? Peppersche. Ach du heilige Makrele. Ich hätte gerne eine Waffe mit Munition. Ich kann die, glaube ich, wegstecken. Zum Krankenhaus können wir auch gleich nochmal gehen. Oh, hier liegt direkt eine Waffe. Sehr schön. Ah, okay. Nicht gerade die beste Waffe, aber. Erstmal alles besser als nichts. So, hat's hier noch vielleicht was? Sonst gehen wir gleich nochmal ins Krankenhaus und dann machen wir uns mal auf den Weg weg von Elektro. Aber so muss sein, wenn ich jetzt schon hier schon wieder, keine Ahnung, drei totale kranke OP-Waffen gefunden hätte, dann wird es mich schon wieder nerven. Von dem her ist es schon mal sehr ansprechend für den Server. Gucken wir jetzt auch schon beim Krankenhaus vorbei, was wir so noch in der Stadt finden und dann, jo, ab in den Norden. Okay, keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht war oder wie das hier so auf dem Server gehandhabt wird, aber jo, ich gehe mal ein bisschen um ihn herum. Gucken, ob der mich möchte oder was der vorhat. Polizeistation. Steps waren auf jeden Fall mega laut. Ihr wollt vielleicht auch zum Krankenhaus.
Okay, ich sehe ihn nicht mehr. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass der Zombie den verfolgt, aber... nichts dergleichen. Okay, dann können wir jetzt auf jeden Fall mal... ins Krankenhaus reingehen, beziehungsweise hoch. Ich würde oben reingehen. Dann können wir, kann ich mir noch ein bisschen die Umgebung anschauen. Weil natürlich auch mit der Waffe einfach nur hätte man sich sparen können. Ist die Kugel überhaupt zu weit geflogen? So, dann schauen wir uns mal im Krankenhaus um. Mats finden können. Ich befürchte auch so wieder, wie entweder ist es halt sehr dunkel oder düsig oder es wird halt wieder Nacht gerade, weil das letzte Mal, als ich den Server probiert habe, war es irgendwie immer Nacht. Von dem her könnte es sein. Ah, da sind auch noch Militärlizenz. Kann ich gleich auch noch mal ein Auge hinwerfen. Es wäre natürlich halt ziemlich blöd, wenn, irgendwie auch gar nichts, wenn es dann halt schon wieder Nacht wird. Gibt's hier irgendwas? Keine Ahnung, wo der jetzt ist, aber ist jetzt mal nicht unser Problem. Ich denke, der wird sich verdünnisiert haben. Also gehen wir kurz in die Polizeistation. Ah, diese Türen in Arma, komm. So, es wird echt dunkel, glaube ich. Und ich befürchte es. Gibt hier irgendwas? Ich habe eine Taschenlampe noch, aber... also das ist schon die DayZ Standalone Map, wenn ich das richtig sehe. Boah, eine Taschenlampe kann ich jetzt hier halt nicht anmachen. Das rächt sich, das dann sieht ja jeder Kilometer weit, dass ich hier drin bin. Okay, schade, dann muss man vielleicht wieder einen anderen Server suchen, wenn der halt, ich bin halt jetzt gerade auch natürlich in der Zeit online, wo ich normal nicht online bin. Deswegen, ist der halt zu Primetime im Endeffekt wahrscheinlich, ja, Nacht. Wenn ihr gute Arma 3 Survival oder PvP Server habt, schreibt es gerne in die Kommentare, gebt natürlich gerne einen Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen möchtet. Schaut die anderen Videos an und dann sage ich, jo, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.